equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Sicherungskasten ist im A-Block. Okay. Upsala. Schon ein Ohr? Aber war einfach nur gerade ein Bug von... Ich weiß nicht, ob das der Bug ist, weil ihre Haare im Weg waren. Hat gerade kurz was geflackert. Entschuldigung. Du hast ja Erlaubnis öfters gerne in meinen Stream zu kommen. Stimmt. Wie kannst du nur wagen, Haare zu haben? Kannst du es nur wagen, Haare zu haben? Das muss ich, das kann wirklich sein, dass es gerade einfach nur ein Pixel war vom Haar. Ich habe da nur irgendwie Bewegung gesehen. Ich gehe schon die Ecke und schäme mich. Ach Quatsch. Ja, Nani. Parabol. Hallöchen Gaming. Susan. So, ich habe jetzt einmal deinen Chat aufgemacht, Nani. Das heißt, er steht jetzt auch unter meine Aufsicht. So, alle umarmt. Herrlich. Dankeschön, Razer. Flashlights ist bei dir. Der hat bei mir noch nicht geschrieben. Ja, irgendwie habe ich noch nicht hinbekommen, dass der Bot das so einschlägt. Du bist gerade massiv leise, ich verstehe gerade kein Wort. Ich habe vergessen, den Bot einzustellen, dass er nur reagiert, wenn jemand schreibt. Achso. Und da war schließlich lange nicht mehr da gewesen. Boah. Kommt vor, fragt mal meinen Mod Regame, beziehungsweise Regame. Ich nenne ihn immer noch Regame, ich weiß, dass das falsch ist. Hallöchen, du da hinten. Hi. Achso, du da vorne, also du hier vorne. Hi. Oh, keine... Jeep. Unser Sheep ist wieder da, unser Mäh ist wieder da. Hallöchen. Hi. Ups. Sheep, wie geht es dir? Ich habe gerade die Treppe gesucht. Oh ja, habe ich was verpasst? Wir haben dich doch gestern als ganz offiziell unser Mäh hingestellt. 0,4. Du gehörst uns auch nicht. Du bist halt nur quasi unser Teammitglied. Razer gibt einmal Chips für alle aus. Stimmt jetzt. Oh, Block B. Jetzt sind wir natürlich zu dritt, ne? Das heißt, er kann definitiv. Das kann jetzt definitiv gemästet werden. Zu dritt kriegen wir das definitiv hin. Und es ist immer noch Block B. Gewast? Immer noch Block B. Das, was du davor gesagt hast. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ach ja, genau, stimmt. Wir können jetzt gemästet werden. Und da wir ja zu dritt sind, werden wir davon nicht mehr so fett wie vorher, wie sonst immer. Wir werden halt nicht so stark gemästet, weil du ja mit isst. Hier ging auch schon eine Tür.
Hm. Warum er es geworfen hat. Keine Ahnung. Da, wo das Buch liegt, hat er auf jeden Fall gesteppt. Steppt schon wieder hier. Ich finde nur die Tür nicht, die aufgemacht haben. So, hier unten ist keine offen. Erschreckt in meinen Stream. Wie dem Text so spät. Oh. Ach da, wieso habe ich die nicht gesehen? Aber das Witzige ist, hier ist es wärmer. Nicht ausprobieren. Ja, wieso denn nicht? Sei froh, wenn er antwortet. Dann ist es ich wollte gerade sagen, sei doch glücklich, wenn er antwortet. Bist du hier? Du musst allerdings den gesamten Block jetzt abgehen, ne? Weil vorne steppt er, da hinten hat er hantiert. Ich gehe mal raus und tue mir neue Sachen. Bist du hier? Wie alt bist du? Was natürlich auch schön wäre, wenn wir einen Orb hätten, weil dann kann es auch kein Revi sein. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Hör auf, das Depose gibt eine Antwort. Bist du hier? Sheep hat was Böses geschrieben? Ach so, das meint er. Noch nicht so erfolgreich. Einmal kurz über Nanny an Sheep. Ich wüsste jetzt nicht, was daran böse sein soll. Nee, oder? Doch, anscheinend. Ihr kriegt das schon hin. Weiß ich doch, Sheep. Aber ich verstehe jetzt nicht, was daran schlimm gewesen sein soll. Sei mal lieber froh, dass ich Glied, wie heißt denn eigentlich das fliegende Wollknäuel? Flauschi nenne ich es. Ich nenne es ganz, ganz liebevoll Flauschi. Upsi. Wie gesagt, Glied ist ja jetzt so nichts Schlimmes. Sorry für das Funken, ich bin versehentlich drauf. Ich habe versehentlich drauf gedrückt. Ich war aber ganz schnell unterwegs, wie ich die Sachen gehört habe. Ja, wir haben kontinuierlich Zähntüren gehört. Oha, okay. Eventuell doch ein? Nein, das hat ja nichts mit Revi zu tun. Revi wäre langsam gewesen, weil ihr versteckt wart, Nanny. Das heißt, du redest gerade vom kompletten Gegenteil, was sein kann. Theoretisch. Ach, Racer, du meintest wegen... Ach ja, Boxen. Fehle. Moment. Fehle sind... Zum Beispiel das... Das? Was er sonst noch kann? Naja, das Positive ist, wir haben gleich sehr viele Fingerabdrücke zu klipsen. Das sind so die Sachen, die er kann. Schreibst du gerade selber in deinen Chat rein? Ja, ich muss ja auch Racer die Befehle einmal zeigen. So.
Ich habe das alles auf Deutsch gestellt, Racer, und es ist tatsächlich ein Ausrufezeichen vonnöten bei denen. Ich höre Wasser. Salz, Geister, Event. Wasser? Schaut's aus, braucht ihr ein Schäfchen oder eher nicht so? Vielleicht wir brauchen immer ein Schäfchen. Wir brauchen doch immer unser Mäh. Weißt du, ich mein? Bitte was? Ich hab grad. War grad abgelenkt wie in meinem Chat. Steppte vielleicht vorne herum, da wo du das Buch hingelegt hast. Hab ich vorhin gesagt, dass er da steppt? Ich hab's vorhin per Funk gesagt, dass ihr es auch wirklich hören könnt. Ja, ich hab ja auch ihn steppen gehört. Da vorne. Ja, siehst du. Also hast du es auch selbst gehört. Ja. Ich hoffe, dass wir Orbs haben. Aber ich kann auch nur sagen, auch wenn er da vorne steppt, hat das ja nicht viel zu heißen. Aber warte mal, unsere Sanity war über 60. Das hat nicht zu heißen. Ich habe immerhin erstmal Pillen genommen gehabt. Erstens. Zweitens war so unter 40, beziehungsweise bei 40, als wir gehandelt wurden. Und du hattest ja jetzt gerade auch nochmal Sanity-Pillen genommen. Nee, hab ich nicht. Dann haben wir jetzt ein Problem. Es sei denn, Foxy hat ihre genommen, was ich eher ganz stark vermute, dass sie das hat. Wie alt bist du? Weswegen es über 60 war, als du... Weswegen es auch selbstverständlich ist, dass wir über 60 hatten, als du reinkamst. Aber wir hatten 40, als er gehandelt hat. Wo bist du? Willst du hier im Vorderbereich einmal hinstellen? Hab ich jetzt hier in der Ecke. Hi. Ich habe das Kreuz da hingelegt, weil der hat halt Wasser angemacht, ne? Wie gesagt, der hat ja auch hier vorne, wo das Buch liegt, ist der rumgesteppt. Also, der scheint mehr hier vorne zu sein, auch wenn er da hinten hin und wieder aufmacht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe die Lampe mal da gelassen, dass du ein paar Fotos machen kannst. Ich hole noch Fotoapparat rein und schau mal ein bisschen nach Orbs. Hallöchen, schönes Gerücht. Schönes Gerücht, ach so. Soll ich Game also starten? Kannst du machen, Schieb? Immer wieder gern. Nein. Willst du das Risiko eingehen? Boxy? Ich sagte, jetzt werden wir sehen, ob es ein Revier ist. Ja, ich habe doch gefragt, willst du das Risiko eingehen? Hallöchen, Geist, ich bin hier hinten, beziehungsweise hier vorne. Oder auch nicht. Ach stimmt, Racer, Ausrufezeichen Fight kann er auch noch. Das ist das Einzige, was ich auf Englisch gemacht habe. Und ich glaube, er reagiert auch darauf, wenn du einfach nur Service in den Chat schreibst. Ich glaube, ich habe auch noch Nachti. Nacht, gute Nacht, schlaf gut. Stimmt, Moin muss ich noch einfügen. Moin habe ich noch nicht eingefügt, das habe ich total vergessen. Bis jetzt haben wir nur Fingerabdrücke, oder? Jo, was sagen die Orbs? Nichts? Nix. Bisher aktuell keine Orbs. Oh
Man hört ein Atmen sehr stark momentan. Man hört was? Dein Atem, wenn du ein- und ausatmest. Aber auch nur in-game. Ja. Das ist halt hier sehr sensibel. Das kann ich hier nicht einstellen, sonst hätte ich das schon längst mal runtergeschraubt, dass ich nicht so laut bin. Ausrufezeichen sag Hallo. Das wird nichts bringen. Der reagiert nur auf das Hallo, was du jetzt geschrieben hast. Das Einzige, worauf er reagiert, war das Hallo. Moin und Moinsen habe ich noch nicht drin. Wie gesagt, Servus habe ich drin. Hey, hi, hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Tag oder Tag drin habe oder Tagchen. Ich glaube, die muss ich auch noch alle einbinden. Naja, dieses Kärchen ist ursprünglich auch nur dafür gedacht gewesen, dass es Leute begrüßt, die in dem Chat schreiben. Also es ist... Das soll eigentlich nur Leute begrüßen, die zum ersten Mal in den Chat geschrieben haben. Das habe ich zum Beispiel rausgenommen. Das war vorher automatisch. Das heißt, sobald jemand die erste Nachricht geschrieben hat im Chat, dann wurde die Person begrüßt mit Namen und. Das habe ich rausgenommen. Das wollte ich nämlich nicht haben. Was denn? Oh... Wir haben das Buch. Hi, Persüsü. Und Hallöchen, Persüsü. So klein ist Persüsü nicht. Das ist, können keine Orbs mehr sein. Doch können für Spirit. Der Spirit braucht doch die Box. Oder nicht? Ach. Oder verwechsel ich das gerade? Nee, nee, stimmt, der braucht die Box. Ich hoffe einfach, das ist die Box. Aber die haben wir doch schon durch. Also Boxy, wir könnten allerhöchstens nochmal die Box versuchen. Ich bin schon vorhin den ganzen Raum abgegangen. Hast du schon im Nebenraum, da wo er Wasser gemacht hat, versucht? Eine Box drin, das reicht. Das reicht völlig aus. Ja, ich war gerade kurz am Überlegen, aber es macht gar keinen Sinn, die zweite mitzunehmen. Nimmst du noch ein Fotoapparat mit? Hi, hi. Negativ. Oh. Dann ist es ein. Es ist ein. Armes Persüsü. Okay. Dann gute Besserung auf jeden Fall. War das die Sicherung? Nee. Er hat die Tür abgeschlossen. Jetzt hat er überall das Licht ausgemacht. Okay. Und irgendwo hier hat er wieder was geworfen.
Sollen wir da Salz anlegen? Hm? Ja, das Buch habe ich noch nicht fotografiert. Wollte ich nur sagen. Achso, die hat sie schon, okay. Das war jetzt. Gibst du uns ein Zeichen? Weiß ich nicht, welche Salz tun soll. Hier vorne, hier steppt er die meiste Zeit. Und dann halt noch weiter hinten so. Hör doch einmal auf, dich hinter mich zu porten oder was auch immer du dann machst. Ich will das nicht. Eventuell haben wir Fingerabdrücke bei der Tastatur. Ich habe da noch nie Fingerabdrücke gesehen. Ich auch noch nie, aber ich gehe gerne mal schauen. Negativ. Überhaupt nichts. Weil ich dachte, das ist immer ausgemacht, deswegen. Richtig, hier vorne hat er immer gerne ausgemacht. Ein Zeichen. Welche Türen hast du jetzt eigentlich schon abfotografiert mit Fingerabdrücken? Die hier vorne weiß ich. Ich meine hier von den Zellentüren. Eigentlich hier die komplette Reihe bin ich durchgegangen. Hast du hier links auch schon? Oh nein. Ich mach den Test. Bitte nicht. Dann lass doch lieber mich testen. Du hast da den ganzen Sachen reingehauen. Psst. Achte einfach mit drauf, ob es so schnell ist oder nicht. Revi. Ja, Revi. Nein! Oh, das war kurz vor Handende, Alter, geil. Halt! Die hatte genau die Woche auf kurze Hand. Bis auf ein Foto vom Geist haben wir es uns alle. Dies war ein Revi, der mich haben wollte und wirklich eine Millisekunde vor dem Hahn stand zuvor mich, habe versucht ein Foto zu machen und exakt den Moment, als sie mich eingegriffen hätte, war Hand vorbei und sie hat mich nicht gekriegt. Das muss man klippen. Also, es ist safe, Revi. 100 Pro. Brauchen wir unbedingt ein Foto? Nein! Und das wurde auch schon geklippt. Ey. Das wäre wieder sowas, müsste man bei YouTube hochladen. Das wird ja auch bei YouTube hochgeladen. Vor allen Dingen Fingerabdrücke, aber du hast den Geist fotografiert, ne? Was? Ich jetzt? Ja. Ach so, wegen der Zellentür. Wegen der Fingerabdrücke an der Zellentür wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott, please no. Ich mag Revi nicht.